Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um das Mond-Neujahrs-Event, das große Highlight auf jeden Fall mit Shiny Leufeo. Wer genauso Shiny sammelt wie ich, also wirklich jede Form im Beutel haben möchte, der braucht jetzt von Leufeo 3 Stück. Aber zwei davon müssen mindestens männlich oder weiblich sein. Dieses Event startet am 1. Februar 10 Uhr Ortszeit und geht bis 7. Februar 20 Uhr Ortszeit. Ausnahmsweise zu diesem Event gibt es zwei befristete Forschungen im Heute-Tab. Also, aber sie sind wirklich sehr kurz. Ganz genaue Informationen zeige ich euch natürlich wieder in einer separaten Grafik. In der Wildnis spawnen natürlich wieder passend zum Event gewisse Pokémon wie Paras, Mauzi, Fukano, Voltoball, Hisui, Voltoball, Kapador, Flemly, Leufeo und wenn ihr Glück habt, ein Electek, Gyarados oder Jungglut. Zu den Raid-Bossen komme ich später nochmal separat. Bei diesem Event gibt es wieder eventexklusive 7-Kilometer-Eier. Das heißt, es schlüpfen andere Pokémon aus den 7-Kilometer-Eiern. Diese Eier bekommt ihr, wenn ihr bei euren Freunden Geschenke öffnet und ihr habt gerade einen Platz im Eibeutel und noch etwas Glück, weil so ein Ei kommt halt auch nicht zu 100% raus. Was kann denn da rausschlüpfen? Potrot, Schneckmark, Flampion, Zurukex und Leufeo. Alola oder Galar-Pokémon schlüpfen, weiß ich aktuell leider nicht. An den Pokéstops gibt es natürlich wieder eventexklusive Feldforschungen. Die werde ich euch separat nochmal zeigen mit den genauen Aufgaben. Kommen wir nun zu den interessanten Event-Boni. Es gibt erhöhte Chance von Glücks-Pokémon beim Tauschen, erhöhte Chance auf Glücksfreunde zu werden. Glücksfreunde wird man erst ab beste Freunde. Ihr müsst also erstmal beste Freunde haben und mit denen jeden Tag eine Aktion durchführen. Entweder Geschenke oder kämpfen. Egal ob gegeneinander kämpfen oder in einem Raid zusammen kämpfen. Doppelter Sternstaub beim Öffnen von Geschenken und ein zusätzlicher Spezialtausch pro Tag bedeutet also 2 Stück pro Tag. Dieser Bonus ist, so wie es aussieht, weltweit gesteuert. Das heißt, er ist seit gestern Abend um 22 Uhr schon aktiv und geht bis 8. Februar 22 Uhr. Auf dieser Infografik könnt ihr sehen, welche befristete Forschung es gibt. Es sind ja 2 Stück. Und ja, jeweils nur eine Seite. Also Niantic, da hätte man auch genauso gut eine Forschung mit 2 Seiten machen können. Kommen wir nun zu den Raid-Bossen. In den 1er-Raids haben wir Kapador, Shinux, Flampion, Leufeo oder Psiao. In den 3er-Raids gibt es Glurak, Flamara, Potrot, Enekoro, Absol oder Shadrago. In den 5er-Raids haben wir Regirock und in den Mega-Raids Mega-Hundemon. Dieses Mal gibt es 2 Pokémon in den 3er-Raids, die sind solo nicht machbar. Und zwar Glurak und Potrot. Also diese bitte nicht alleine machen, sondern immer zu zweit. Dann sind sie aber recht einfach, wenn man sie zu zweit macht. Wenn einer Level 40 ist, dann klappt das wunderbar. Dann bei Mega Hundemon braucht ihr Minimum 2 Leute, dann ist es aber Hardcore, also man könnte da ruhig zu dritt oder zu viert. Und bei Regirock braucht ihr mindestens 3, noch besser vielleicht lieber über 5. Kommen wir nun zu Regirock und seine Werte. Das Pokémon hat eine extrem hohe Verteidigung, deswegen solltet ihr am besten immer mit mindestens 6 Spielern angreifen. Am besten davon sogar 3 Level 40er, also natürlich 3 Level 40er Spieler mit Level 40er Pokémon, sollte klar sein. Das Pokémon hat eine Schwäche gegen Stahl, Boden, Kampf, Wasser oder Pflanzenattacken. Besonders gute Konter sind Metagross, Meistergriff, Zarude, Lucario, Kyogre und Demeteros in der Tiergeistform. Als Mega-Pokémon hättet ihr dann zur Auswahl Turtok, Bisaflor oder Gyarados. Und Krypto-Pokémon besonders gut sind natürlich Metagross, Machomai oder Sumpex. Nun schauen wir uns die exklusiven Feldforschungen an Pokéstops an. Man muss nur 5 Pokémon fangen, um 25 Mega Gyarados Energie zu bekommen. Das finde ich super, super nice. Bin gespannt, wie häufig es diese Aufgabe geben wird, weil beim letzten Event gab es auch Energieaufgaben und die waren zum Teil manchmal sehr selten. Also ich habe sie in meinem Dorf manchmal nur 1 oder 2 Mal gefunden und ich fand das relativ wenig. Dann haben wir hier 12 Pokémon fangen für Flampion, tausche ein Pokémon für Leufeo, gewinne ein Raid für Psiao,
War ja klar, oder? Es ist zwar im Feldforschungsdurchbruch und es taucht hier im Event zweimal auf, aber es ist trotzdem immer noch im Raid und man muss ein Raid machen, um das Pokémon zu bekommen. Ich weiß nicht, ich werde versuchen, vielleicht die Aufgabe trotzdem zu behalten. Bei der Aufgabe Brüte ein Ei aus wird's interessant. Hier gibt es Alola Mauzi oder Galar Mauzi. Galar Mauzi ist doch immerhin eine schöne Sache, wenn man es bekommt, weil man dann dafür kein 7-Kilometer-Ei ausbrüten musste. Aber das Alola Mauzi ist dann der Jackpot, weil ein Alola Mauzi gibt 750 Sternenstaub insgesamt. Dieses Pokémon sollte man in den Stapel packen und dann beim Hoppsprossz Community Day fangen. Falls ihr weitere Infos zum Hoppsprossz Community Day haben möchtet, schaut einfach in der Endkarte vorbei, da werde ich es euch dann nochmal verlinken. Vielleicht sogar nochmal ganz kurz, was bedeutet das, ein Pokémon in den Stapel packen? Das heißt, ihr holt die Feldforschung ab, dann wird das Pokémon im Fangmodus angezeigt und dann flüchtet ihr. Dann wird diese Aufgabe in den Stapel gepackt, nämlich ganz oben in eure Aufgabenliste. Darin könnt ihr maximal 100 Stück speichern. Wenn ihr mehr als 100 macht, wird der erste aus dieser ganzen Reihe einfach ohne Benachrichtigung gelöscht. Dann haben wir hier die Aufgabe, sende 3 Geschenke, da bekommt ihr Carpador. Oder sende 3 Geschenke mit Sticker. Und da gibt es Läufio, also 2 unterschiedliche Aufgaben für Läufio, finde ich ganz cool. Dann kann ich die Tauschen-Aufgabe vielleicht dann doch wegwerfen und sagen, ich sende lieber Geschenke. Wer sich das Tour-Ticket für Johto schon geholt hat oder bis 10. Februar noch holt, hat die Möglichkeit, bei dieser befristeten Forschung mitzumachen, den ganzen Monat lang. Ihr sollt insgesamt 600 Pokémon fangen, dafür bekommt ihr die FM-Cappy und dann bekommt ihr für jede einzelne Stufe noch zusätzliche Belohnungen. Da sind auch Pokémon dabei, schaut euch das ganz genau an, vielleicht habt ihr Interesse dran. Schaut euch mal ganz unten an, ihr bekommt 25 FM-Bonbons und dann ganz am Schluss sogar nochmal 50 FM-Bonbons. Also das ist schon sehr nice. In diesem Monat gibt es wieder einen Bonus, der zum Jahreszeitenbonus zählt. Und zwar bekommen wir aus ausgebrüteten Eiern mehr XL-Bonbons und doppelte Erfahrungspunkte. Zu guter Letzt habe ich euch noch 21 Infografiken mitgebracht von Team Go Rocket und Team Go Rocket Bossen. Ihr könnt ganz genau sehen, welche Pokémon euch erwarten werden, damit ihr eure Teams vielleicht entsprechend vorbereiten könnt, wie auch immer. Und damit ihr ganz genau wisst, welches Pokémon ist denn fangbar und welches nicht. Gerade bei den Rüpeln ist es ja nicht ganz klar, bei den Bossen ist es ja klar, da ist es immer das erste Pokémon, das man fangen kann, das sogar Shiny sein kann. Aber bei den Rüpeln sind die Krypto-Pokémon leider nicht in Shiny verfügbar und man kann nicht immer das zweite Pokémon fangen. Erstens ist es nur eine bestimmte Chance, dass ihr das zweite Pokémon bekommt und außerdem ist es nicht immer der Fall, dass das zweite Pokémon fangbar ist. Während die Infografiken an euch vorbeisliden, möchte ich euch vielleicht nochmal kurz abholen, was ist eigentlich Hisui Voltoball? Hisui ist eine neue Region. Diese Region ist zum ersten Mal in dem Konsolenspiel Pokémon Legenden Arceus veröffentlicht worden. Am Sonntag habe ich euch auch schon das allererste Video zu Pokémon Legenden Arceus sogar hochgeladen. Da könnt ihr sehen, wie ich die ersten 2 Könige besiegt habe. Dann habt ihr schon mal einen kleinen Einblick, was man denn so in dem Spiel machen muss. Das Spiel für die Nintendo Switch könnt ihr auf meiner Shopseite auf Amazon bestellen. Ihr habt da die Auswahlmöglichkeit zwischen die Karte, die man sich dann in die Konsole steckt, oder nur den Download-Code. Ich kann euch nur empfehlen, vielleicht lieber die Karte zu kaufen, weil die ist günstiger als der Download. Der Download kostet 60 Euro, während die Karte nur 53 Euro kostet. Link zu meinem Amazon-Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen möchtet, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle, wie zum Beispiel meinen Twitch-Kanal, wo ich regelmäßig streame. Vor allem auch Pokémon Legenden Arceus. Wenn ihr den YouTube-Algorithmus unterstützen möchtet, schreibt noch einen Kommentar. Ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Batsch!